Du Neni, erzählst du uns ein Geschichtchen? Das vom Schellenursli. Ja, das vom Schellenursli. Jedes Dorf hat so seine Symbole. Oder die einen sind Schäfe, die anderen sind Ochsenschwänze. Bei uns hat man Palfiers. Das sind Eisenstäbe. Und die Geschichte sagt, dass die Guadaner Nägel gestreut haben, also gesät haben im Acker und gehofft haben, dass sie nachher Eisenstäbe ernten können. Also das sagt, glaube ich, ziemlich viel über den guadanischen Charakter aus. Die Häuser erfüllen uns schon mit Stolz, weil sie charakterisieren jahrhundertelange Geschichte. Die Tabugrenzen, oder? Das ist die Welt der Geschichte. Und wir sind die sie betrachten, lesen, rezipieren. Die Tabugrenzen wird durchbrochen, indem der Schellenursli uns ganz frech direkt anschaut. Mich jetzt anschaut. Oder? Da kommt jetzt das Problem zur Sprache. Seine Trauer, bittere Tränen, die er vergüssen tut. Die Vorstellung, dass der Schellenursli über den Steg geht, das hat mich so. Ich habe irrsinnig Angst gehabt. Er war mein Held. Wenn man sieht, im Winter, wenn der Schellenursli auf den Maiersee geht, das sind die einzigen Spuren. Nur von Gämsen oder von Hirschen. Es sind noch ein paar Spuren und sonst ist alles heile Welt. Klopft, glückliches Eintreten, geschickt gemacht, vor der Tür, hinter der Tür. Der Schwengel da in diesen Glocken ist natürlich auch eine Art der Penis, der da den ganzen Tag hin und her so in Koitusbewegungen einfach geschwungen wird.